Hi, heute möchte ich euch meine Bücher zeigen, die von dem Autor oder der Autorin signiert sind und bei mir im Regal stehen dürfen. Ich werde zu den einzelnen Büchern bzw. zum Inhalt der einzelnen Bücher nicht groß was sagen, einfach weil es sonst zu viel wird und das Video sehr lang wird. Ich habe mir gedacht, ich erkläre euch oder ich erzähle euch ein bisschen, ja, wie es zu dieser Signatur in diesem Buch kam. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Und das erste Buch, was ich hier liegen habe, ist Schlüssel 17, jetzt habe ich es ganz vergessen, von Mark Rabe. Dieses Buch habe ich auf Lovely Books gewonnen und habe es in einer Leserunde gelesen. Und in dieser Leserunde war Mark Rabe, also der Autor, auch mit dabei. Und alle, die ein Buch über diese Leserunde bekommen haben, haben es auch signiert bekommen. Und zwar, wenn ich sie jetzt finde. Hier. Und ich habe mich darüber natürlich sehr gefreut. Leider habe ich Mark Rabe noch nicht persönlich getroffen. Also er hat es zwar persönlich signiert, aber ich habe ihn selber persönlich noch nicht getroffen. Aber trotzdem, ja, bin ich sehr froh, dass ich hier ein signiertes Exemplar habe. Das andere Buch ist ebenfalls über Lovely Books bei mir eingezogen. Das ist Kein Wille geschehe von Guido Kniesel. Auch da gab es eine Leserunde zu und da gibt es eine kleine Geschichte. Und zwar hat der Autor zwei Bücher von sich in dieser Leserunde verlost und man konnte sich entweder für eins oder auch für beide bewerben. Ich hatte mich damals nur für das eine beworben, weil es für mich in dem Moment irgendwie spannender klang. Und ich habe das letztendlich auch bekommen. Allerdings war es in der Leserunde so, dass sich nicht sonderlich viele Leute beworben haben und dann einfach alle Bücher bekommen haben, für die sie sich beworben haben. Das heißt, die sich für zwei Bücher beworben haben, haben auch diese beiden bekommen. Genau, und ich hatte mich aber nur für das eine beworben und hab dann das eine bekommen und das auch signiert. Und ich hatte das Buch dann gelesen und es hat mir wirklich super gefallen und ich habe mich dann im Nachhinein geärgert, dass ich mich nur für dieses Buch beworben habe und nicht für das andere Buch. Und das hatte ich auch in der Leserunde dann geschrieben. Ich habe gesagt, es hat mir super gefallen und ich ärgere mich. Ja, ich hätte so gern das andere Buch auch noch. Und dann war Weihnachten. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, was das für ein Jahr war, 2017. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich Weihnachten nicht zu Hause. Und nach Weihnachten kam ich zurück und dann habe ich im Briefkasten dieses Buch gefunden. Und zwar der Proband von Guido Kniesel. Er hat diesen Kommentar von mir, dass ich mich geärgert habe, also gelesen und hat mir dann dieses Buch auch noch zugeschickt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Und ich habe mich so gefreut und vor allen Dingen ist auch dieses Buch signiert, wo er mir frohe Weihnachten wünscht. Und das war einfach für mich so schön. Also dieses Buch hat für mich wirklich eine große Bedeutung und dann war auch der Inhalt noch genial. Also, ich bin immer noch froh, dass mir der Autor dieses Buch zugeschickt hat und es ist einfach nur der Wahnsinn, dass ich das jetzt hier haben darf. Beim nächsten Buch bedeutet mir die Signatur ehrlich gesagt gar nichts und zwar ist es Vox von Christina Deicher. Dieses Buch habe ich über Facebook auf der Thalia-Seite, glaube ich, gewonnen. Und da hieß es, ja, wir verlosen 10 signierte Exemplare und ich dachte mir so, naja, machst du mal mit, das klang eigentlich auch ganz cool und ich habe da mitgemacht und dann kam dieses Buch bei mir an und ich dachte mir kurz, okay, jetzt wollt ihr mich verarschen. Also zum einen ist dieses ein Leseexemplar, was ich schon sehr dreist fand, ehrlich gesagt, weil ich bin davon ausgegangen, wenn sie diese Bücher verlosen, diese 10 Stück, dass es auch die Originalausgabe ist und kein Leseexemplar. Und zum anderen ist diese Signatur ein Aufkleber. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es auch unter den Post geschrieben, dass ich da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht bin. Natürlich, es ist geschenkt. Ich habe es gewonnen, ich habe es kostenlos zur Verfügung gestellt. Man sagt ja so, in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber trotzdem, also sorry, aber lieber Thalia, da habt ihr euch nicht mit Ruhm bekleckert, ehrlich gesagt. Ich habe das Buch bis jetzt nicht gelesen. Ich habe auch jetzt tatsächlich schlechte Meinungen gehört. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so richtig Lust, es zu lesen im Moment. Aber irgendwann denke ich mal schon. Vielleicht sortiere ich es auch wieder aus. Mal schauen.
Ein Buch, da bedeutet mir die Signatur tatsächlich wirklich was oder wesentlich mehr. Und zwar ist es Der Näher von Rainer Löffler. Das Buch ist auch wirklich richtig genial. Also das, ich habe das gelesen und es war einfach nur super. Also es wirklich war richtig geil. Und dann war ich auf der Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr, so 2017. Und da hatte Rainer Löffler mit ein paar Bloggern so ein Meet and Greet. Und ich war da leider nicht dabei, aber ich hatte dem Verlag geschrieben, ob es trotzdem möglich ist, den Autor zu treffen. Da haben die gesagt, ja, komm doch einfach nach dem Meet and Greet vorbei, das geht von so und so und da ist er bestimmt noch da und schau einfach mal vorbei. Und dann bin ich eben zu dem Verlag hin oder zu dem Stand vom Verlag und habe gesagt, ja, ist er denn noch da und ich würde gerne ein Autogramm haben und so. Und ich war dann auch noch mit einer Freundin zusammen da, die auch das Buch dabei hatte. Und dann standen wir zwei da so vor dem Stand und haben darauf gewartet, dass er jetzt so kommt. Und er war auch dann super freundlich und hat sich richtig gefreut, dass wir da waren. Und genau, und hat uns dann auch unser Buch signiert, wo ich mich dann riesig drüber gefreut habe. Und das war schon auch ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Dann ein Buch, das ich dieses Jahr, also 2018, auf der Leipziger Buchmesse bekommen habe, ist Böses Kind von Martin Christ. Dieses Buch ist auch signiert, sonst wäre es nicht in diesem Video. Allerdings habe ich auch diesen Autor leider nicht persönlich getroffen. Dieses Buch war in einem Goodie-Pack von, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Lovely Books oder Vorablesen drin, und eine Freundin von mir hatte dieses Buch drin. Allerdings liest sie keine Thriller oder Krimis oder zumindest nicht so oft, und ich war dann so, ich muss das unbedingt haben, weil ich auch Martin Christ zum Beispiel auf Instagram verfolge und das ist so ein cooler Autor, also ich muss ihn unbedingt irgendwann mal persönlich treffen. Aber ich wollte dieses Buch halt auch so gern haben, nicht nur wegen der Signatur, sondern auch wegen dem Buch. Und letztendlich haben wir dann auch ja, ein kleines Tauschgeschäft gemacht und ich habe dieses Buch bekommen und ich habe es auch gelesen, mir hat es auch gut gefallen und ich freue mich auch drüber, dass es signiert ist. Dann ein Buch von einem Autor, bei dem ich auf einer Lesung war. Und zwar war das in dem Sinne die erste Lesung meines Lebens. Und zwar ist es Der Angstmann von Frank Goldammer. Genau, der Autor war bei uns in Erfurt letztes Jahr, letzten Herbst, zu einer Lesung. Und genau, er war mehr oder weniger der einzige Autor, der mich wirklich interessiert hat, auch wenn ich ihn vorher nicht kannte. Und deswegen war ich dort. Und das war eine super schöne Lesung. Und dann habe ich mir dann natürlich dieses Buch dort gekauft, signieren lassen, gelesen und ich fand die Reihe wirklich toll. Also beziehungsweise es ist eine Reihe von, ich glaube mittlerweile drei Teilen. Die ersten zwei habe ich gelesen, den fand ich toll und auch den zweiten fand ich toll. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass das hier ist und es ist eine tolle Erinnerung an diese Lesung. Dann ein Buch, wo es auch eine tolle Geschichte zu gibt. Und zwar ist es Abgeschnitten von Fitzek und Zokos. Dieses Buch habe ich auf der Leipziger Buchmesse 2017 gekauft. Und zwar war das so, dass ich mit einer Freundin gerade am Stand von Knauer vorbeigelaufen bin. Und dann saß da Zokos einfach so rum. Also da war kein anderer, nur so, weiß nicht, ob das sein Bodyguard war oder so. Auf jeden Fall nur noch ein Mann und hat sich halt mit ihm unterhalten. Und sonst war der Stand leer. Also es war wirklich gefühlt gar keiner da. Und wir so, oh mein Gott, da ist Zokos. Und wir so, los, wir müssen uns ein Buch kaufen. Und wir halt so in diesen Stand rein, uns beide so dieses Buch geschnappt und dann sofort hingerannt, so, ja, hallo, können wir ein Autogramm haben? Und das war so richtig cool, weil er sich dann auch so gefreut hat, dass wir uns so gefreut haben. Und das war einfach ein richtig cooles Erlebnis und da denke ich auch gern zurück. Und genau, er hat es hier auch signiert. Also er hat sich da auch sehr breit gemacht, ne? Fitzek könnte da nicht mehr mit reinpassen, sagen wir mal so, aber ich fand das einfach richtig cool, wie er sich gefreut hat und genau, wie wir dazu gekommen sind, dass wir hier eine Signatur drin haben. Ein Buch, was ebenfalls über Lovely Books eingezogen ist, ist Die einzige Art, Spaghetti zu essen. Mal ein etwas anderes Buch auf meinem Kanal. Es ist kein Thriller, es ist tatsächlich eine Liebesgeschichte. Man glaubt es kaum. Ich fand es einfach ganz süß, es klang ganz cool und ich dachte mir so, na, für zwischendurch kann man das mal lesen. Die Autorin hat auch alle Bücher von den Leuten, die eben in dieser Leserunde dabei waren, signiert. Und ich fand es eigentlich richtig süß. Das Buch ist auch eine süße Geschichte. Ich habe, glaube ich, 4 Sterne vergeben. Also mich hat am Ende ein bisschen was gestört. Aber so im Allgemeinen fand ich es wirklich süß. Ob ich dieses Buch behalte oder nicht, weiß ich noch nicht. Im Moment steht es noch in meinem Regal, weil ich einfach Platz habe. Aber sollte ich irgendwann Platzprobleme bekommen, wird es wahrscheinlich trotz Signatur dann auch ausziehen.
eine Signatur, die mir ja schon irgendwo was bedeutet, aber wo ich den Autor leider auch noch nicht getroffen habe, ist in Todesmärchen von Andreas Gruber. Das sieht man hier. Die ist natürlich auch ohne meinen Namen und zwar, weil ich dieses Buch gewonnen habe. Ich habe Anfang letzten Jahres, ich vergesse das immer, ein ganzes Buchpaket gewonnen und zwar waren da 15 Bücher drin. Sorry. Über die Internetseite Was liest du? Und ich habe da diese 15 Bücher gewonnen, da kam ein Riesenpaket an und dann habe ich einen Zettel dazu oder einen kleinen Brief bekommen, wo drin stand, ja, ein Buch ist auch signiert und dann habe ich natürlich jedes Buch durchsucht und dann war es dieses Buch. Ich freue mich natürlich, dass es signiert ist, leider habe ich den Autor noch nicht getroffen, aber ich hoffe, dass es irgendwann passiert und ich auch vielleicht nochmal ein persönliches Autogramm von ihm bekomme. Und dann das letzte Buch, was ich hier habe, hat eine Signatur, die mir wirklich eigentlich von allen, die ich euch gerade gezeigt habe, am meisten bedeutet. Und zwar ist es In die stille Beste von Chris Carter. Ja, wie ich vielleicht schon öfter gesagt habe, Chris Carter ist für mich einfach der beste Thriller-Autor, den es überhaupt gibt. Und vor kurzem war ich auf einer Lesung von ihm und es war einfach nur wow. Also die Lesung war richtig cool und als ich gesehen habe, dass er zu uns in die Nähe kommt, war das sofort, ich muss eine Karte haben, ich muss sie sofort kaufen. Ich da sofort in der Buchhandlung angerufen. Ich so, ja, ich brauche eine Karte, Sie müssen mir die unbedingt reservieren. So. Und es war richtig cool und ich habe mich richtig gefreut, dass ich dann da war. Und Chris Carter ist einfach so ein sympathischer, cooler Autor. Also die Lesung war genial. Und ich habe dieses Buch mitgenommen, weil das mein Lieblingsbuch aus der Reihe ist bisher. Also ich habe noch nicht alle Teile gelesen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Buch meiner Meinung nach. Und deswegen ist es auch signiert vom Autor und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Also das ist meine liebste Signatur. Als letztes wollte ich euch noch ein Büchlein zeigen. Das ist dieses hier. Das ist ein ganz einfaches Buch, unliniert, ohne kariert, also einfach Blanco. Und zwar ist es ein Buch, wo ich Signaturen von Autoren drin habe, von denen ich selbst kein Buch besitze oder vielleicht auch einfach keins lesen möchte. Und das nehme ich immer zu Lesungen mit, beziehungsweise auch auf die Messe. Und ja, je nachdem, was ich da für Autoren treffe, mache ich da halt die Signatur rein, sagen wir mal so. Anfangen tun wir hier mit Emily Bold, die habe ich in Frankfurt auf der Buchmesse getroffen. Da war ich über Vorablesen bei einem Meet and Greet und das war eine super schöne Lesung. Und genau, da habe ich dann meine erste Signatur in diesem Buch bekommen. Dann, ich glaube, das war auch in Frankfurt, habe ich hier Markus Heitz. Ich finde den Autor eigentlich ganz cool. Ich habe von ihm noch nie ein Buch gelesen und ob ich das jemals lesen werde, weiß ich auch nicht, weil das jetzt nicht so mein Genre ist, muss ich sagen. Dann habe ich hier bei der Lesung von Frank Goldammer mir noch eins reingeben lassen, auch wenn ich es bereits in dem Buch habe. Aber man weiß ja nie, vielleicht sortiert man Bücher auch aus, weil sie schlecht waren. Dann, ich glaube, das war in Leipzig, haben wir hier Inni Lorenz. Von denen habe ich auch bis jetzt kein Buch gelesen, aber ich habe schon so viel gehört und die saßen da gerade rum, da waren nicht so viele Leute und dann dachte ich mir so, ja, jetzt holst du dir ein Autogramm. Dann habe ich noch Jens-Henrik Jensen, habe ich hier auch ein Bild von ihm und er hat mir auch was Kleines gemalt, das fand ich richtig cool. Und genau, auch der saß da mehr oder weniger alleine rum, da war kein anderer da, der signieren wollte und da war ich natürlich sofort bereit, mich da zur Verfügung zu stellen. Genau, dann war ich jetzt im Oktober erst, oder? Ja, in München und dann waren wir auch bei einer Lesung von Oliver Pötzsch, auch von ihm habe ich noch nie was gelesen, aber auch das ist ein sehr sympathischer Autor und da dachte ich mir so, darf er hier auch reinschreiben. Dann war ich auch im Oktober auf einer Lesung von Arne Dahl. Da habe ich hier noch meine Eintrittskarte und hier eben das Autogramm. Die Lesung hat mir auch ganz gut gefallen, aber das Buch habe ich auch gelesen, um das es ging bei der Lesung. Aber dieses Buch habe ich weiter verschenkt und deswegen habe ich mir in das Buch keine Signatur reinmachen lassen, sondern eben hier in mein Büchlein. Und als letztes musste natürlich auch noch Chris Carter rein. Er muss einfach überall dabei sein, weil er einfach der beste Autor ist. Und da habe ich hier noch ein Bild von mir und ihm eingeklebt. Genau, meine Eintrittskarte. Und dann habe ich gemeint, ja, Sie können hier gerne oder du kannst hier gerne was reinschreiben. Und dann hat er mir hier noch ein bisschen was reingeschrieben und das fand ich wirklich toll.
Genau, und das waren die Signaturen. Sonst habe ich in dem Buch noch, das fand ich ganz cool, auf der Leipziger Buchmesse habe ich das gesehen, und zwar ein Stinkefinger-Einhorn. Sieht man das? Ich fand es einfach so cool. Da war halt so ein, das war ein Stand von so einem Party-Schnaps. Und da war eben, ja, so ein Comiczeichner. Und ich fand das so cool, dieses Einhorn. Und das wollte ich auch unbedingt haben und habe das hier reinmachen lassen. Und ich glaube, das war in Frankfurt, habe ich mir hier bis vorne noch meinen Namen reinlettern lassen. Genau, damit ich auch sozusagen, damit jeder weiß, wem das gehört. Und ansonsten sind noch ganz viele Seiten frei, also es können noch ganz viele Autoren da eintragen. Und ich hoffe, es werden auch noch einige in meinem Leben. Natürlich werde ich auch immer wieder Bücher signieren lassen, weil das auch immer was Besonderes ist. Aber ich bin halt ein Mensch, ich sortiere auch viele Bücher auch aus, auch Bücher, die mir gut gefallen haben. Und deswegen finde ich dieses Buch eigentlich ganz cool, wo man so die Signaturen sammeln lassen kann. Ja, habt ihr auch signierte Bücher, wollte ich sagen? schreibt mir gerne, welche Autoren ihr vielleicht auch getroffen habt persönlich und die euch persönlich eine Signatur gegeben haben. Oder habt ihr auch so ein Buch, wo ihr so sammelt? Das finde ich eigentlich ganz interessant, ob man so oder wer so ein Buch hat. Und genau, schreibt mir gerne alles, was euch einfällt, unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!